Leute, wir haben heute den 20.07. und wir bereiten uns gerade schon vor. Und zwar fahren wir morgen in den Urlaub. Ja, seit Ewigkeiten mal wieder. Das letzte Mal war ja der Türkei-Urlaub 2014. Diesmal fährt auch mein Freund mit, Alex. Das ist jetzt unser erster Urlaub gemeinsam. Ich schneide hier gerade noch das 80er-Jahre-Video. Das habt ihr bestimmt auch schon längst gesehen. Wir haben jetzt hier schon an der Hand gepackt. Hier sind unsere ganzen Schuhe drin und mein Schminkzeug. Und hier ist Alex Zeugs und mein Zeugs drin. Und zwar fahren wir in die Berge. Nach Tschechien, ins Riesengebirge, nach Spindlermühl. Es wird halt hauptsächlich ein Wanderurlaub. Wir sehen uns dann, wenn es nach Tschechien geht. Wir sind jetzt angekommen und wir haben 7 Stunden gebraucht. Eigentlich waren es irgendwie nur 4 Stunden, aber wir haben irgendwie Pause gemacht und waren dann nochmal bei Billa. Der Ausblick ist einfach krass. Ich meine, guckt euch das mal an. Aber wenn ich mir denke, dass ich da auch noch lang laufen muss. Naja. Und wenn wir hier reinkommen, haben wir hier gleich einen Kleiderhaken. Hier haben wir einen Schrank. Und dann kommen wir hier gleich ins Schlafzimmer. Wir haben einen Fernseher. Und ein kleines Tischchen. Und hier ist wohl das Bad. Ja. Oh, das ist ja süß. Klo. Handtücher. Voll das schöne Waschbecken, guck mal. Oh, voll die schöne Wand und alles. Und sogar ein Föhn, voll gut. Oh, die Dusche ist geil. So, wir gehen gleich essen. Ich habe mich schon ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe jetzt hier einfach mal alles komplett eingerichtet. Den Zahnputzbecher habe ich als Pinselhalter missbraucht. Und ja, hier ist echt schon alles da. Und jetzt gehen wir essen. Abendbrot gegessen und es war super lecker. Mein Alex und mein Bruder sind jetzt noch mal draußen laufen und ich werde es mir jetzt gemütlich machen, denn irgendwie bin ich mega kaputt. Und morgen werden wir dann auf die Schneekoppe steigen und da kommt auch der Cousin von meinem Papa, Cousin, den wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Das wird wohl so die härteste Tour werden. Wir sind wahrscheinlich so 8 Stunden unterwegs. Ich bin so voll. Also ich glaube, das mit der Almaseekur, das wird nichts, unter 60 zu kommen. Aber ich mache ja nächstes Jahr nochmal und dann sehen wir uns morgen wieder. Vor allem, das ist der Flur von Mama und Papas Zimmer. Schaut mal, wie schön das ist. Vor allem hier auch die Kommode und der Schrank, voll schön. Das Schlimme ist, also wir wollten ja eigentlich 6:30 aufstehen, sind aber irgendwie erst 7:45 aufgewacht, obwohl mein Wecker geklingelt hat, keine Ahnung. Ja, und wir haben richtig Durst. Wir konnten die ganze Nacht fast nicht schlafen, weil wir so einen Brand hatten. Wir konnten außerdem noch nicht Zähne putzen. Unser Wasser geht einfach nicht mehr. Also unser Wasserhahn und unsere Dusche gehen einfach nicht. Und wir hatten halt gestern Durst, wollten aus dem Wasserhahn was trinken, aber der ging halt nicht. Und wir dachten, na toll, da, super, jetzt müssen wir noch bis morgen früh warten. So, wir sind jetzt mit dem Bus gefahren und sind bei der Spindlerbaude angekommen und wir steigen heute auf die Schneekoppe, wenn ich es euch noch nicht gesagt habe. Und hier ist auch richtig geile Aussicht. Foto! Schaut euch mal diese Aussicht an. Mega geil.
Hier ist so ein Bergsee. Hier so ein Aussichtsplateau. Und da ist die Schneekoppe. Da oben, wo dieses Haus ist. Und da steigen wir nachher hoch. So, hier gehen wir jetzt erstmal was trinken. Da geht's dann hoch. Alex und Christian nehmen den steilen Weg hier. Und Mama und ich nehmen den etwas nicht so schlimmen Weg. Wir sind jetzt dabei, die Schneekoppe hochzugehen. Und jetzt schaut euch mal den Ausblick an, das Tal, das ist immer so krass. Übrigens sind wir mittlerweile in Polen. So, wir haben es doch oben auf die Schneekoppe geschafft. Hier steht irgendwie so eine Kirche, keine Ahnung. Aussichtspunkt. Ja, quasi in den Wolken. Und jetzt machen wir erstmal Pause und ich trinke mal einmal Seecheck. By the way, die Schneekoppe hat 1602 Höhenmeter über dem Meeresspiegel. Ist so heftig. Hier ist viel Verkehr, du. Man muss sich immer gut festhalten an der Kette, dass man nicht abrutscht. Polen. Tschechien. Polen. Tschechien. Polen. So, kleiner Zwischenstopp an den Lutschni-Bauten. Ich finde das Logo irgendwie ziemlich cool. So, jetzt geht es nur noch bergab. Ich zeige euch mal kurz, weil wir stehen hier direkt vorm Hotel, nur eben halt weiter oben. Ja, hier sind wir jetzt und da unten quasi sind unsere Hotels. Guck mal, wie das hier zusammenläuft. Richtig krass, ich stehe direkt am Abgrund. Als würde da an dem Punkt so alles zusammenlaufen. So, wir sind jetzt erstmal angekommen. Wir sind 25 Kilometer. Ja, 25 bis 30 und wir sind jetzt endlich angekommen. Ich kann euch sagen, meine Beine sind wie Wackelpudding und ich spüre meine Füße schon gar nicht mehr. Irgendwann habe ich mir so an die Augenbrauen gefasst und es war so sandig und ich dachte mir so, hä, hier weht doch gar kein Sand rum. Und dann war es aber einfach nur Salz. Weil ich geschwitzt habe, hatte ich an den Augenbrauen überall Salz. Noch vor ein paar Minuten waren wir da. Hier komplett rot, hier frühere Bikini-Streifen und hier das weiße T-Shirt, was ich anhatte und immer noch anhabe. So, ich bin jetzt fertig. Also meine Haare sind noch ein bisschen nass, aber das ist mir gerade egal. Ich bin mit einem Schlag so müde geworden, ihr glaubt es nicht. Naja, wir haben heute auch eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Wir gucken jetzt noch ein bisschen Fernsehen und ich denke, wir schlafen dann noch gleich ein. Oh, wie kuscheln das? Wir steigen heute auf den Medvedin. Und ich glaube, wir machen da mit der Seilbahn hoch. Das wird cool. Wir sind jetzt am Medvedin. Mal schauen, ob ich da was filmen kann. Ich weiß noch nicht, wie der Lift aussieht. Wir werden sehen. Also da zieht gerade übelst das Unwetter auf. Hoffentlich erwischt uns das nicht zu sehr. Hier seht ihr, das sind so offene Lifts. Da werde ich bestimmt nicht filmen. Ist das nicht schön, Jungs und Mädels? Hilfe! Schreist du nicht ein, Junge? Passiert doch nicht. Was soll denn passieren? Und schon fällt das Handy runter. Wir sind gerade angekommen auf dem Medvedin und
Wir sind hier tatsächlich in einer Wolke drin und es riecht auch irgendwie mega geräuchert hier. Und hier haben die auf dem Medvedin auch wie so einen kleinen Spielplatz gebaut. Voll cool. Einfach die Berge hier. Mega. Dass wir einfach mitten in der Wolke sind. Ach ja, das Geräucherte kommt übrigens aus irgendeiner Küche hier oben. Nein, nein, Schatz, bleib hier. Schatz, bleib doch hier. So, jetzt trinken wir hier erstmal einen schönen heißen Tee. Vor allem, bis vor ein paar Sekunden hat man die Baute hier noch gar nicht gesehen. Voll krank. Ein Bunker. Oh, da muss man sich irgendwie bücken, dass man hier reinkommt. Oh, hier drin sieht man ja gar nichts. So, wir sind jetzt an der Elbquelle angekommen und hier sieht man quasi halt die Elbquelle und dann hat man hier noch einen Haufen Wappen, wo die überall lang fließt. Die Wolke da hängt ganz schön tief, ne? Brudi. Und in der Baude, da gehen wir jetzt erstmal polern und machen Pause. Mittag in den Bergen. Da ist ein Berg, da ist ein Berg, da ist ein Berg und hinter dem Berg ist dann so eine Skiabfahrt und da ist unser Hotel, also noch drei Berge quasi. So, noch ein kleiner Zwischenstopp, wir haben es fast geschafft. Es regnet mittlerweile so stark, dass ich gar nichts mehr sehe. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt wieder unten am Lift angekommen. Und jetzt geht's gleich ins Hotel. Und dann geht's erstmal in Whirlpool. Und dann geht's schon essen. Und dann sind wir, denke ich, auch kalt. Und was bei meinem Bikini richtig praktisch ist, dass der hier wunderbar an meinem Sonnenbrand reibt. Der Whirlpool ist leider außer Betrieb, aber wir waren gerade in der Sauna und gehen dann nochmal. Und jetzt machen wir erstmal eine Kneippkur. So, wir sind jetzt fertig und jetzt gehen wir uns umziehen und dann gehen wir endlich essen. Jetzt erstmal im Zimmer.
Fernsehen. Und morgen wissen wir noch nicht, was wir für eine Tour machen. Wir werden sehen. Wir kuscheln uns jetzt erstmal ein. Und damit beende ich das Video auch erstmal, weil ich denke, wenn ich alle Tage den ganzen Urlaub in ein Video nehme, wird das einfach zu lang. Ich mache einfach zwei Teile draus. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Fotos gemacht. Ich habe Instagram förmlich zugespammt. Also wenn ihr die Fotos auf Instagram noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich blende euch unten meinen Namen auf Instagram nochmal ein. Findet ihr sowieso meine Social Networks am Ende des Videos oder eben halt in der Infobox. Schaut sie euch mal an, die sind echt schön geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, ob ihr auch schon mal in Tschechien wart und wo ihr wart, ob ihr vielleicht sogar schon mal in dem Hotel wart, wer weiß. Ja, und lasst ein Abo da, um den zweiten Teil des Vlogs nicht zu verpassen. Genau, und ich sage jetzt erstmal gute Nacht.